Leute, ich wollte gerade was aufnehmen und ich habe einmal hier ganz kurz das auf ASMC gecheckt und wisst ihr, was mir einfach mal aufgefallen ist? Da muss ich mich jetzt einfach mal wirklich als Premium Plus auf diesem Netzwerk beschweren. Zum einen, warum haben die Rentiere vorne gar keine Nase? Und vor allen Dingen, keins der Rentiere hat eine rote Nase. Doch Rudolf, das rotnasige Rentier. Ach so, und gib mir mal bitte YouTube, weil das wäre ehrenhaft. Es sollte heute aber gar nicht darum gehen, dass Rudolf eine rote Nase hat oder dass ich absolut in Weihnachtsstimmung bin, sondern es sollte heute um was viel Wichtigeres gehen. Ich habe heute Mathe-Klausur geschrieben. Und ich meine, man kann ja vieles machen so. Ich meine, in der Klausur ist es jetzt nicht untypisch, dass es Aufgaben gibt an sich erstmal. Ich glaube, das kommt manchmal vor. Aber als ich mir das so angeschaut habe, Aufgaben hatten Teilaufgaben, die Teilaufgaben hatten Teilaufgaben und die Teilaufgaben der Teilaufgaben hatten Teilaufgaben. Als ich das gesehen habe, habe ich so meinen Mathelehrer angeschaut und mir gedacht, warum fickst du dich nicht einfach ins Knie? Und ich bleibe bei meiner Meinung, warum fickt er sich nicht einfach mal ins Knie, anstatt uns Matheklausuren zu stellen? Aber ich finde auch generell, also so Matheklausuren, vor allen Dingen hilfsmittelfreien Teil. Wozu habe ich einen Taschenrechner, wenn ich ihn nicht benutzen darf, heilige Scheiße? Das ist ja mal so unendlich IQ, das habe ich noch nie miterlebt. Hallo, kannst du mal verrecken? Digga, der chuckt sich die ganze Zeit hoch, ich bin gleich down. Wie kann es sein? Digga, ich habe einmal headed. Ja, und der spammt mich mit einem Bogen, der kein Damage macht. Digga, herzlichen Glückwunsch. Moin. Meife! Ja, aber ich finde es an sich sehr nice Klausur. Beim ersten Aufgabenteil habe ich sogar was hingeschrieben. Wow! Mehr kann man ja wohl wirklich nicht von mir erwarten. Aber das wird safe die weirdeste Klausur, die der Typ jemals durchgesehen hat. Ich habe mit Aufgabe 1a angefangen, dann habe ich kurz aufgegeben, habe mit Aufgabe 2a angefangen, dann habe ich die aufgegeben, dann habe ich Aufgabe 2b gemacht, dann habe ich nochmal Aufgabe 1a versucht, dann habe ich Aufgabe 1c versucht. Digga, das wird die weirdeste Klausur, die der Typ in seinem Leben korrigieren muss. Dazu kommt halt auch noch einfach auf ganz chilliger Basis, dass der Typ ein bisschen weird drückt. Frage ist jetzt, ist General Paulus ein bannbarer Name auf dem Server? Weil es ist rein zufällig ein Nazi-Funktionär gewesen. War einer von denen, die die Wehrmacht in Stalin gerade vor der Wand geschallert haben. Wir werden es rausfinden. Oder auch nicht. Man weiß es noch nicht genau. Digga, lass mich doch mal zu Ende schreiben, du B***. So, ich bin mal gespannt, ob die mit der Information den Typen bannen oder eher weniger. Weil wenn nicht, dann gibt es ganz klar Ansagevideo gegen Timolia. Was auch sehr interessant ist, ist, wir hatten heute auch eine Videokonferenz in Englisch. Ja, und die Frau hat dann halt einfach das mit dem Ton nicht geschissen bekommen und dann hatten wir doch keine Videokonferenz in Englisch. Ich finde ja die technische Begabung meiner Lehrer sehr interessant. Ansonsten finde ich, wir haben meinen Informatiklehrer, der hat während des ersten Lockdowns, der ja wirklich lange ging, oder, na, beziehungsweise der Lockdown selber ging nicht lange, aber die Zeit, wo wir keine Schule hatten, das war halt wirklich, genau. Der hat in der Zeit keine einzige Videokonferenz hinbekommen. Der Typ, an den man sich wenden soll, wenn man technische Probleme hat, der Typ, der zu Hause 6 Monitore rumfliegen hat, der sollte mal gefälligst mindestens 2 abgeben. Damit fängt es jetzt schon mal an. Achso, und by the way, wenn ihr mein Video von gestern, also ich weiß nicht, wann ich das Video schneide, aber von wo ich das aufgenommen habe, wo ich das jetzt aufnehme gestern, wenn ich gesehen habe, ein Multicam mit Tim und Lori, unbedingt reinschauen, es ist richtig geil. Lori hat geschrieben, das ist schon ihr Lieblingsvideo. Also, das beweist Qualität. Nee, aber es ist wirklich echt lustig geworden. Es hat mich so viel Zeit und so viel Liebe gekostet. Also, schaut es euch bitte an. Lasst einen netten Kommentar da. Auch natürlich hier. Also, wie gesagt, lasst auch unbedingt hier ein Like und einen Kommentar da. Aber vor allen Dingen würde es mir unter dem Multicam-Video mit Tim und Lori viel bedeuten, wenn ihr da einen netten Kommentar da lassen würdet. Ich versuche mal dran zu denken, euch das in der Endcard oder in der Bio zu verlinken. Aber ich finde das auch so geil. Alle Lehrer haben so Videokonferenzen angesetzt. Bei mir nur meine Englischlehrerin, die es nicht hinbekommen hat. Sonst hat bisher noch kein Lehrer irgendwie Videokonferenz davon was hören lassen oder sowas. Was ich ziemlich nice finde. Ja, es gibt ja so ein, zwei vernünftige Fächer und den Rest finde ich alles so crap teilweise wirklich. Also wenn mir mein Lehrer erzählt, dass Fußball ein Lagerfeuer ist und dass er Geister sieht, Digga, ich will wissen, was der Typ braucht. Gib mir Tilidin, ja, ich könnte was wir brauchen. Yes. Ja, mal vor allem chill. Digga, ich chill ja schon. Aber wenn ein Typ Common 1-Duell heißt dann und ich den Typen hole, dann muss ich den einfach
mal triggern. Und es gibt so ein paar Fächer, da würde ich sagen, okay, da würde ich Videokonferenzen schon appreciaten, aber so in den meisten Fächern denke ich mir so, Digga, wenn du mit Videokonferenz anfängst, dann habe ich halt ein paar Mal Internetprobleme am Tag. Passiert. Ich würde mal interessieren, wie das bei euch so ist, ob ihr noch zur Schule geht, wenn ja, wie das bei euch da so geregelt ist und wenn ihr nicht mehr zur Schule geht, wie das bei euch mit Arbeit so ist. Also schreibt mir das mal gerne in die Kommentare, mich würde es interessieren. So Leute, wenn es euch gefallen hat, dann zeigt es mir doch sehr gerne mit einem Like und einem netten Kommentar. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Abonniert mich, aktiviert die Glocke, um keinen Stuff mehr zu verpassen. Teilt den Stuff, ist mich sehr supporten. Folgt mir auf Twitch, Twitter und Instagram, da könnt ihr auch sehr gerne meinen Stuff teilen, wo man den teilen kann. Wie gesagt, es würde mich sehr supporten. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis dahin. Ciao. Ohne Sorgen. Korrekt, Digga.